Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, in dem heutigen Video möchte ich euch die After-Patch-Variante vom LSK-Mage zeigen. Ja, da Rockstar Games heute leider die Verglitschungsvariante vom LSK-Mage gepatcht hat. Aber es gibt schon wieder ein After-Patch und es hat sich eigentlich nur eine winzige kleine Sache geändert. Auf jeden Fall fordert euch wieder ein Auto aus der Arena-Werkstatt an. Wie zuvor auch, und wenn ihr euch das Auto angefordert habt, dann fordert euch eben noch einen Job von Simeon, Gerald oder Martin, ist ganz egal, so wie ihr das auch schon kennt. Dann begibt euch einmal ins LSK-Meet. So, dort angekommen, direkt wieder ins Auto einsteigen, dann drücken wir einmal die Viereck-Taste, Doppel-X, um mit anderen Spielern auf die Teststrecke zu fahren. So, und jetzt gibt es einen kleinen Teil, der sich ein klitzekleines bisschen geändert hat. Und zwar müsst ihr es erstmal so vorbereiten, dass ihr wirklich nur einen Job in der Jobliste habt. Das ist ganz wichtig, weil ihr dürft das Handy nicht öffnen, wenn ihr jetzt da ranfahrt. Und zwar, ich werde es euch einmal so zeigen, ihr müsst warten, bis euer Auto anhält. Habt ihr gerade gesehen? Also ihr müsst warten, bis das Auto anhält. Und sobald ihr seht, dass die Rückleuchten blinken, ich werde es nochmal zeigen, jetzt blinken die Rückleuchter. Also wenn die Rückleuchter blinken, müsst ihr ganz schnell das Handy öffnen und den Job starten. Ich mache es einmal vor, zack, hat geblinkt, ich habe den Job gestartet, Handy öffnen, Job starten, und ihr seht, der Hintergrund, der blinkt wieder. Das ist auf jeden Fall perfekt, und ja, das ist eigentlich auch der einzige Part, der sich geändert hat. So, wir begeben uns dann einfach wieder zu unserem Auto, drücken dann einmal auf Kreis, um das Kami zu verlassen. Und dann begeben wir uns wieder zu unserer Arena-Werkstatt. So, an der Arena angekommen, einfach wieder an der Garage fahren, Werkstattebene betreten, und ihr seht, wir haben wieder den flackernden Hintergrund. Dann drücken wir einfach Dreieck, um auszusteigen, öffnen einmal das Interaktionsmenü, Inventar, und nun müssen wir einmal den RC Bandito oder ferngesteuerten Panzer anfordern, das ist ganz egal. Dann angekommen, Dreieck, um wieder zu verlassen. Und wenn wir nun blinken, sind wir verglitscht. Das war's auf jeden Fall schon, Leute. Jetzt könnt ihr wie gewohnt den Giftcaster Friends Glitch dann vollziehen, so wie ihr ihn kennt. Und ich hoffe, das kleine, aber feine Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.